Mein Name ist Jill und ich studiere International Business Management an der Hochschule Bochum. Und ich bin ein Studienpionier. Hallo, mein Name ist Jean-Luc Wagner. Ich studiere im vierten Fachsemester BWL an der Hochschule Bochum und ich bin ein Studienpionier. Da meine Eltern selbst nicht studiert haben, hatte ich sehr viele Fragen vor meinem Studium. Ich konnte von zu Hause halt keinerlei Erfahrung mitbringen. Was zum Beispiel ist ein NC? Wie sind die Prüfungsordnungen? Was muss ich machen, um mich zu bewerben? Wie muss ich mich bewerben? Was ist ein guter Studiengang für mich? Wie lange studiere ich ungefähr? Was ist ein Bachelor? Was ist ein Master? Wo mache ich denn am besten? FH, Uni? Also es war alles sehr konfus in meinem Kopf. Gerade aus dem Grund, dass meine Eltern keine Akademiker sind, hatte ich halt keine Vorerfahrung oder konnte zumindest niemand im engeren Umkreis fragen. Und so hat man sich halt schon wirklich Gedanken gemacht, so wie sieht es finanziell aus oder auch wie ist der Leistungsdruck oder sonstiges. Und da war halt schon der finanzielle Sorge und der Leistungsdruck relativ hoch oder der Versagensangst. Im Endeffekt habe ich viel durch das Studium selbst gelernt, indem mir viele ältere Studenten geholfen haben, aber vor allem auch soziale Netzwerke. Wir hatten mehrere Erstzielgruppen, auf die wir zugreifen konnten, wo wir unsere Fragen und unsere Anliegen posten konnten und uns direkt geholfen wurde von älteren Studenten oder auch Mitstudenten. Erstmal habe ich Google befragt und dadurch bin ich dann aber relativ zügig auf die Facebook-Gruppen gekommen von der Hochschule Bochum, also den Social-Media-Auftritt. Und da gab es zum Glück auch eine Menge Erstsemestergruppen, wo man dann seine Fragen stellen konnte und quasi einen 24-Stunden-Support hatte und auch relativ zügig eine Antwort bekommen hat. Und auch viele andere dort was gefragt haben, sodass man sich daraus schon Input holen könnte. Das Social-Media-Team hat verschiedene Facebook-Gruppen gegründet, für Erstis vor allem, wo man sich halt dran wenden kann, wenn man bestimmte Fragen hat. Kann man einfach die Fragen posten, die man hat. Die werden meistens sehr, sehr schnell beantwortet von älteren Studenten, von Mitgliedern des Social-Media-Teams oder auch von Mitstudenten. Und das ist halt eine sehr gute Vernetzung, wo man sich immer darauf verlassen kann, wo man immer irgendwie Hilfe bekommt. Also mir wurde bis jetzt noch nie eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte, aber ich hatte ungefähr die gleichen auch damals, zu Beginn meines Studiums. Ne? Also es ist halt schon sehr ähnlich dann im Endeffekt. Freunde von mir, die kriegen halt nicht so einen Input über Social Media an anderen Universitäten. Ne? Und heute bin ich selber ein Mitglied des Social Media Teams und freue mich, meine Erfahrungen weitergeben zu dürfen. Und heute bin ich selber ein Mitglied im Social Media Team und gebe meine Erfahrungen gerne an jüngere Studenten weiter.